Weiteres Nintendo 64-Spiel namens Diddy Kong Racing und mein Gott, das ist ja sogar sehr bekrickelt. Ja, blenden wir diesmal aus. Wie ihr sehen könnt, habe ich dieses Spiel eindeutig von, ja, ich glaube eBay, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr, 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 sehr. Also nicht schön gemacht tatsächlich. Farbe ist auch ein bisschen weg, aber das Spiel läuft einmal im Freien, von daher passt. Auch hier habe ich leider wieder nicht die UVP, also ich habe von keinem N64-Spiel die UVP, was ich echt schade finde. Ich habe echt lange, lange überlegt, mir mal eine zu holen. Aber die gibt's, die müsste man sich dann importieren aus USA und das kostet dann halt auch nie enorm 16 und 20 Euro war das im letzten Jahr und nee. Jo, auch wieder ein Spiel aus meiner Kindheit. Die ganzen Spiele, die jetzt noch kommen werden, sind aus meiner Kindheit. Und ja. Ist ebenfalls ein sehr, sehr schönes Spiel. Diddy Kong Racing, Leute. Wer es nicht kennt, holt's nach. Ein sehr, sehr schönes und gelungenes Spiel. Und wenn nicht sogar das beste Rennspiel. Es ist ja auch besser als Mario Kart 64. Also zumindest haben die Fans das so angesehen. Also die haben immer gesagt, nee, Diddy ist besser. Bin ich auch der Meinung. Also Diddy Kong Racing ist besser als Mario Kart 64. Muss ich auch ganz klar sagen. Weil Diddy Kong Racing hat nun mal eine Oberworld und Missionen und Trophy Race und Bossgegner und Welten und Challenges und Minispiele und so viel Stuff. Ja, das ist zweifellos das zweitbeste N64-Spiel, wie ich finde. Und ja, ganz klar, meine Nummer 2 auf den N64. Und ja, ich mag das Spiel auch. Also ich liebe das Spiel. Es ist wunderbar. Ich hatte so viel Spaß mit dem Spiel. Oh mein Gott. Also, oh. Aber ich habe schon bei Mario 64 gemerkt, dass es eigentlich viel zu lang ging. Zumal ich ja nur die Module zeigen kann. Also möchte ich mich hier ein bisschen kurzer fassen. Vielleicht werden wir diese Spiele, also Mario 64 und Diddy Kong Racing, nochmal let's showen. Und dann kann ich ein bisschen mehr darüber berichten. Über meine Kindheit. Was ich so viel Spaß mit den Spielen hatte. Und so weiter und so fort. Jedenfalls, das soll es gewesen sein. Danke fürs Ansehen. Bis dann und ciao.